alte Kings. Wir sind hier in der neuen Map angekommen, hier unten links, und schauen mal, was uns hier erwartet. Oh. Hol den her, ich will ihn lebend. Oh. Ja, die haben doch keine Chance, die Jungs, oder? Das wäre halt schon echt brutal lustig, ne, wenn er einfach alle niederbasht, ne? So, so, wer hätte gedacht, dass es so einfach sein würde, euch zu fangen, Larax? Ich hätte gehofft, dass ihr eine der größten Herausforderungen darstellen würdet. Ihr wirkt überrascht. Warum? Eure Einmischung in unsere Angelegenheit ist uns nicht gleich. Ihr hättet am Herz des Berges nicht eingreifen sollen. Nun, da ihr mich habt, könnt ihr mir sagen, wo Milred ist. Das wüsstet ihr wohl gerne, nicht wahr? Ihr werdet es bald genug erfahren. Wache, behaltet im Auge. Wenn er entkommt, werdet ihr langsam sterben. So, Larax. Will ich mal schauen? Kann Larax... Da unten ist der Druide. So. Noch ein Gefangener, ich bin das Oberhaupt von Dekadia und zumindest war ich das, bis Sigaman kam. Ich bin Larax von Kormaris. Wie kann man einen Druiden halten? Kennt ihr keinen Weg hier heraus? Oh doch, der funktioniert aber nur für einen und er braucht ein Pferd. Eure Flucht sollte möglich sein, wenn ihr schnell genug reitet. Wenn ich euch unsichtbar mache, werden die Germanen denken, dass ihr entkommen seid und die Tore öffnen, um euch zu jagen. Aber sie werden mich sehen, wenn ich durch das Tor reite und mich zu Tode jagen. Nein, nein, nicht zu Tode. Bevor die Germanen kamen, sandte ich einen Boten und bat die Römer um Hilfe. Unglücklicherweise kamen sie zu spät. Ich schätze, sie sind irgendwo in der Nähe. Reitet einfach nach Süden und finden sie, werden euch helfen. Das ist sehr gut. Mit den Römerarmee werde ich dann herkommen, um die Festung einnehmen. Das bezweifle ich. Es gibt allerdings Alternativen. Westlich von Dekadia befindet sich die Festung Silonion. Der Häuptling dort kennt mich gut und wird euch sicher helfen. Auch befindet sich im Südosten ein kleines Dorf, wo ihr etwas Nahrung bekommen könnt. Das ist gut, danke für eure Hilfe daran. Ich komme zurück und befreie euch. Ihr sollt eure Festung zurückhaben. Jetzt mach mich erstmal gesund. Ja, wir sollen hier erstmal lang. I know these lands. I lead armies. Ha! Geh, Larax, und haltet eure Wort. Euer Wort, eure Wort, eure Worte. Follow my lead. Römer, ich bringe euch Befehl von Daram, helft mir gegen die Germanen. So sei es, Krieger, die Barbaren haben keine Chance. I know these lands. Los, Römer. Ja, Römer. So, wir haben ein paar Römer an der Back. Wir haben ein paar Römer hier an der Seite. Sehr schön. Dann gucken wir uns erstmal hier in das Dorf ein bisschen um. Gehen wir mal da rechts runter und dann können wir mal noch hier links lang. Erstmal uns gucken wir, was hier im Dorf gibt. Und mal unsere Mission. Rette Daram, sprecht mit Thorax, sprecht mit den Dörflern. Larax muss überlegen. Be ready for anything. Ja, da haben wir das doch auch hier. Follow my lead. So, da sind wir am Dorf. I lead armies. So, meine lieben Dörfler, was ready können wir für euch always tun? Freund, ihr müsst mir mit aller Nahrung helfen, die ihr erübrigen könnt. Warum sollte ich euch helfen? Daram bat mich, ihn von den Germanen zu retten, und dazu benötige ich Vorräte.
Wir senden unsere Nahrung bereits zum Silonium Außenposten. Sprecht mit Thorax, er ist der Häuptling von Silonion und wird wissen, was zu tun ist. Ich hoffe, dass dieses Mal jemand unsere Maultiere beschützt. Ich hätte daran gewarnt, dass sich in der Gegend Germanen versteckt halten. Aber auf einen Dörfler hört ja niemand. Solange ihr das Versteck nicht gefunden habt und der letzte Mann getötet wurde, ist kein Maultier sicher. Ja klar, hilf mir den Maultieren. Ja, warte. Ich muss an den Brunnen. So. I know these lands. True leaders are rare. Natürlich helfen wir direkt den Simonium aus dem Posten. Follow my lead. Following your orders. Look out for danger. So, das sind bestimmt irgendwo wieder Germanen, ne? Die kommen jetzt. We've won many battles. Die kommen jetzt bestimmt von hier irgendwo, ne? Following your orders. Swords ready. Silonion. Ja, das passt, oder? Jetzt gehen die doch da. I lead armies. Passt es doch, oder? Shields in front. Ja, jetzt haben wir da wieder ein bisschen. Move quietly. Dann gehen wir mal ein bisschen. Dann gehen wir mal hoch. Swords ready. Dann gehen wir mal zu Thorax. Weil die haben ja momentan alles. Ist ja auch kein Problem hier. So, ich will hier das, genau das Unkraut da drin. Das schöne Unkraut. Soto, Leroy ist auch wieder da. Leroy, was geht ab? Larax, als ihr euch angriffen, fürchte ich das Schlimmste. Es gibt keine Festung, die mich halten könnte. Wie kamt ihr hierher? Thorax half mir und gab mir Nahrung. Mir scheint, wir werden eine Weile stoppen müssen. Ich gab mein Wort, diesen Leuten zu helfen. Genau wie ich, Leroy. Ich muss den Druiden Daramp befreien. Komm, wir müssen uns vorbereiten. Ja. The ways of life. Willkommen, Krieger. Ich bin Thorax. Ich habe diese kleine Festung unter mir. Ich benötige eure Hilfe, Thorax. Ich muss Daramp aus den Händen der Germanen retten. Daramp lebt, seit seine Festung fiel, habe ich von ihm nichts gehört. Mit Freude werde ich euch helfen. Wie könnt ihr mir helfen? Ich werde alle kampfbereiten Freiwilligen Silonion schicken. Okay, dann schick mal 40 Axtkämpfer. Ich werde mich bemühen bei der Regierungsausrüstung. Kehrt zurück, wenn ihr weiter Hilfe benötigt. Ihr müsst Larax sein. Kaptuda hat mich einen langen Weg bis zu euch geführt. Kaptuda, ich hatte sie fast vergessen. Ihr dürft sie niemals vergessen, Larax. Bringt euch das ein. Das werde ich. Seid ihr gekommen, um mir zu helfen? Mir wurde befohlen, euch zu dienen, und das werde ich. Da ist unser Thorik. Thorik ist, ach, wie soll ich sagen, episch. Let me at them. I lead armies. Thorax ist einfach episch. I've killed many. As you command. Let's not haste. Also,
Der ist einfach der allerbeste. Es gibt, glaube ich, keinen, der cooler ist als er. Er ist wirklich, also, er ist so cool. My home is Valhalla. Torik ist der Beste, also. Mit dem kannst du jede, mit dem kannst du wirklich jede Armee zerbersten. In the name of Odin. Also, ich zeig's euch gleich mal. Also bei ihm ist es so, bei jedem Schlag, den er macht, kriegt er sein Leben zurück. Außer jetzt zum Beispiel, wenn jetzt, wo Wikingerfürsten total unpraktisch sind, ist... Lord of the Vikings. Ist so, ich glaube, ich gebe ihm hier... Boah, da hat er 180 einfach. Wo Wikingerfürsten echt top sind, ist... wenn sie ein bestimmtes Level erreicht haben. Und das müssen wir einfach mit ihm schaffen. Das kriegen wir aber nur hin. Das kriegen wir wirklich aber nur hin, wenn, ja, er braucht ein bestimmtes Level, um jeden Schlag, einfach, ich glaube, ich hatte es ja schon mal gezeigt, bei jedem Schlag, den er macht, Wird er besser. Und das ist halt bei ihm einfach so, ja, ich nenne es mal wirklich pornös. Er ist halt einfach so gut. Da will ich jetzt mal was testen. Das will ich jetzt mal hier mit euch in der Aufnahme testen, einfach, das ist wirklich so pornös. Ich will einfach mit ihm mal vors Tor gehen und gucken. Also wie gesagt, am Anfang nicht irgendwie mein, okay. Allerbeste, nein, wir müssen den erst komplett trainieren. Und wie man sieht, mit dem Bogen, nicht geil. I heal in battle. My home is Valhalla. Den kriegen wir eigentlich wirklich nur hin. I know the time of my death. Den kriegen wir wirklich nur hin. Da müssen wir anders davor gehen. Also. Wir nehmen uns hier mal diese 6 Sperrträger. Weil wir müssen hier jetzt mal ein bisschen taktischer vorgehen. Weil jetzt kommen hier ein paar Aktionen in dem Spiel. Wir müssen nämlich einen Katapult setzen. Mit diesem Katapult machen wir die Wand kaputt. Wie man hier sieht. Aber ich will erstmal die Türme kaputt machen. Das ist unser kleiner Wikingerfürst. I'm the hunter. They are the prey. Damit nämlich unser toller Wikingerfürst nämlich hier keine Probleme kriegt. Ready to shoot. Da würde ich halt gern, wie gesagt, alle Türme so ein bisschen kaputt machen. Dass wir unseren Wikingerfürsten ein bisschen... The next one is mine. Einfach nur, dass unser Wikingerfürst ein bisschen trainieren kann. I hunger for battle.
So, und dann machen wir das halt ganz gekonnt. So, jetzt will ich noch mal gucken, ob denn schon jemand hier mit dem Bogen schießt. Ja, der kriegt immer noch Schaden. Das ist Lord immer noch nicht so geil. Vikings. So, ruhig mal drauf, genau. So, jetzt auf euch, ihr haut hier bitte. So, du haltst als allererstes mal hier die... So, jetzt schauen wir nochmal. In the name of Odin. Ne, jetzt passt's. Ja, wie gesagt, das ist noch... Thrust my hammer. Wie gesagt, er ist noch nicht so stark. Mit dem Bogen ist es halt immer noch so eine Sache. Jetzt sieht man ja langsam, dass er schon... dass er schon langsam die ersten Level-Ups macht. Dass er auch schon pro Schlag richtig gut... I heal in battle. Und wie gesagt, ihn will ich ein bisschen hochkriegen, also... weil der wird uns noch auch so wichtig werden. Deswegen sollten wir immer gucken. Deswegen sollten wir echt immer gucken, dass das hier alles passt und dass der halt alles hat, was er braucht. Weil lieber nehmen wir uns die Zeit und haben halt eine richtig starke... also haben richtig starke Charaktere. So, die können ruhig alles weiter kaputt machen, das ist auch perfekt. Weil das stört uns dann recht wenig. Die erholen sich wieder ein bisschen. Das passt auch, die erholen sich, super. So. In the name of Odin, Lord of the Vikings. Wir gehen wieder ein Stück nach vorne. Und schauen mal, dass wir den down kriegen. Schwuppdiwupp haben wir schon Level 11. My home is Valhalla. Nein, scheiße. Das ist halt immer ein bisschen doof. Oh, 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 3 sind zu viel. 3, da müssen wir auf Leroy achten. Komm, Leroy. Ah, shit.
Ah, jetzt habe ich mich verklickt. Shit. So, zack. So, Lido ist auch nicht schlimm, der... So, perfekt. Und so kriegen wir die jetzt langsam immer höher und immer höher. Mit Lidoy hier am besten hin. Das ist am besten, wenn wir mit dem hier hingehen. Gut, komm. So. Wir haben schon Stufe 15, das ist Lord of the Vikings. Schon nicht verkehrt. So, zack. Gut. Stufe 16 schon. Es wird jetzt schon langsam einfacher für uns. Der ist zum Beispiel total easy. Ja, das ist nicht so gut. Wenn wir diese Bogenschützen immer an der Backe haben. Lord of the Vikings. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück, holen uns schnell. Holen uns schnell nochmal ein bisschen. Bei Larax zum Beispiel, da bin ich auch am überlegen. Plus 30 Angriff. Nee, ich glaube, das ist besser, wenn wir dann mit Taurix so hangieren. Und Larax behält es, wie wir es haben. My home. Na komm. Valhalla. I heal in battle. Komm, 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 jawoll. So. Ne, kann man dahinter rennen. Kann sich mal am Brunnen ein bisschen heilen. Wir haben viel zu viele Leute da, ne? My home is Valhalla. Trust my hammer. Na gut, wie gesagt, ich will halt auch ein bisschen den noch leveln, ne? Sonst. Ich würde es ja nicht tun, wenn ich ihn nicht leveln wollen würde. Wow! Wow!
Let me at them. Ich hab einfach eine hungrige Armee. Schon einfach alle mal dahin rennen. My blade is thirsty. In the name of Odin. So, komm. Oh, Torik ist tot. Nee, dann machen wir's. Was ist wirklich so? Die sollen alle mal dahin, dass dann wieder ein bisschen Essen da ist. Sollen wirklich alle mal ein bisschen kämpfen, dass die ein bisschen weniger werden. Und dass unsere Truppe mal wieder ein bisschen gesättigt wird, ne? Understand nature. Ich könnte sie ja wirklich mal ein bisschen so zack, ja. Passt, los, alle da rein. So, jetzt kommt Larax, der große Chef. Just sharpen my axe. Los, Torik, jawohl. My home is Valhalla. Geh zurück. So, Larax, es ist deine Chance, alles zu zeigen, was du kannst. Ihr seid verloren, Germanen. Ich schlage vor, ihr wartet einfach, bis Larax hier ist. Euer Leben ist nun in seinen Händen. Das wird nichts ändern, Druide. Euer Sieg ist eine Illusion. I know these lands. Larax. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich sehe jetzt, dass meine Niederlage sicher war. So sicher wie euer Schicksal. Ich habe anderen Sorgen. Wo befindet sich Milred? Eher sterbe ich. Ihr habt Kadabuduas Aufmerksamkeit erweckt. Selbst jetzt kann ich sie flüstern hören. Die Göttin, was habt ihr mit ihr vor, Larax? Stopp, ich hab hier das Sagen, sagt Larax, was er wissen will, und euch wird kein Haar gekrümmt. Er ist in unserem Lager in den Bergen jenseits der Stadt Gergovia. Wir treffen uns wieder, Larax, wenn ihr überlebt. Hey! Ja, wir müssen mit der Option wieder ein bisschen runter. Gut, ihr könnt hier alles rausmachen. Das war echt super, danke, ihr wart eine super Hilfe. Trust my hammer! I need more men. So, wir quatschen nochmal. Seid nicht verärgert, Larax. Ihr wisst nun, wo sich Milred verbirgt. Ich gebe euch alle Männer, die ich
erübrigen kann. Sie werden zu dem Ort gehen, von den Negaman sprachen und euch dort erwarten. Leb wohl, Larax. Ja, wir sollen zur Straße südlich gehen. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt einen kleinen Save. You command. Hier wären wir noch ein paar. Dann hätte ich jetzt gesagt, treffen wir mit allen unseren Angreifern bzw. unserer Armee. Und vor allem mit Torik, den wir jetzt schon nur ein paar Level hochgebracht haben. Natürlich, wo ist unser Schleicher? Da ist er doch. Leroy, unser Schleicher, der auch ziemlich gut war in der Schlacht, ne? Ich würde sagen, zack, der hat 3. Dann holen wir uns mit Larax noch schnell das letzte. Dann mache ich nochmal ganz schnell auf schnell. Komm, Larax. Ich habe keine Ahnung, was uns da unten jetzt noch erwartet. Deswegen save ich hier jetzt einfach nicht, dass hier nochmal eine Schlacht ist. Man weiß in dem Spiel nie, ob nochmal ein Hinterhalt kommt. Weiß man nicht so. Gut, und dann würde ich sagen, Optionen wieder runter mit der Scrollgeschwindigkeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.